Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrportwache. Mich und ich wurden hier von der RTW-Besatzung als Unterstützung gerufen. Hier ist wohl ein schwer verletzter Mann. Wir wissen nicht, ob eine Straftat hier vorliegt oder nicht. Und deswegen müssen wir uns jetzt mal angucken, was oben ist. Hi. Ist noch jemand im Haus? Einmal links rum, ja. Einmal links rum. Wir kommen gleich zu Ihnen, ja? Oh. Hallo. Hi. Hi. Grüßt euch. Guck mal, das ist der Herr Boske und den haben wir hier vorgefunden. Ist er ansprechbar? Ja, ansprechbar, aber kann sich an nichts erinnern. Hallo. Hat eine Kopfplatzwunde. Okay, hallo. Können Sie mich hören? Ja. Hier ist die Polizei. Können Sie uns kurz erklären, was ist passiert? Ich kann mich an nichts erinnern im Moment. Ist er vernehmungsfähig? Nee. Jetzt will man nur eine kurze Frage. Also ihr habt uns hier hängerufen. Wieso? Ja, die Dame, die läuft hier die ganze Zeit rum und sagt, oh, tut mir leid. Und ja, das ist ein bisschen unklar für uns. Sie ist voller Blut, total verschmiert. Die Frau scheint zu glauben, dass sie ihren Mann so verletzt hat. Aber sie kann sich an nichts erinnern. Erstmal beruhigen Sie sich, ist alles in Ordnung. Sie sind an allem schuld. Was ist denn genau passiert? Ich weiß es nicht. Ich bin aber nicht schuld. Okay, erstmal ganz ruhig durchatmen, ganz ruhig durchatmen. Ich bin wach geworden und dann sehe ich ihn drüber liegen. Oh mein Gott, ich bin Sie sind aufgewacht, Sie sind aufgewacht voller Blut, habe ich das gerade richtig verstanden? Ja. Okay. Schon komisch. Passiert das öfters mal, dass Sie mal Sachen vergessen oder dass Ihnen was nicht einfällt oder so? Ich hab Schlafwandeln. Oh, Schlafwandeln? Ich gehe mal kurz zu der RTW-Besatzung und frage mal ganz kurz, was okay, alles klar. Jungs, kurz bevor es losgeht, eine Kurzfrage. Wir haben jetzt gerade von der Dame gehört, dass sie sich an komplett gar nichts erinnern kann und sie behauptet, sie schlafwandelt. Ist es möglich, dass man in so einem Zustand dann absolut gar nichts mehr weiß? Ja. Absolut, das ist absolut. Beim Schlafwandeln verlässt der Betroffene ohne aufzuwachen das Bett, geht umher und verrichtet Tätigkeiten. Etwa 1-2% der Erwachsenen in Deutschland sind vom Somnambulismus betroffen. Die 35-Jährige wurde von ihrem Mann bei einem ihrer nächtlichen Streifzüge gefilmt. Guck sie einfach mal an. Okay, da sind sie ja wirklich nicht ansprechbar, ne? Ja. Alles gut. Versuchen Sie wirklich runterzukommen, ja? Guck mal hier. Tatsächlich, ja. Und davon wissen Sie auch nichts? Guck mal. Gar nichts. Mein Messer. Oh. Ich fand es ja noch ein bisschen lustig. Das ist durchaus auch gefährlich mit dem Messer. Und an diese Szene können Sie sich auch komplett gar nicht erinnern. Überhaupt gar nicht. Ich hab das auch nicht geglaubt, also bevor er es mir geschickt hat. So, wir haben den Transport fertig, wir fahren jetzt in die Klinik. Wohin geht's? Wir fahren okay, einen Moment, ins Städtische, einen Moment. Ja. Sie können leider nicht. Leider erstmal nicht. Aber warum? Im Moment. Kann einer von euch noch mal kurz vielleicht zur Unterstützung? Seelisch bitte. Mein Mann bleibt. Wir verstehen. Es tut mir alles so leid. Wir verstehen es, aber im Moment. Okay, ich höre gerade. Hallo? Okay, wer ist? Gut, dass du kommst. Wer ist jetzt? Gut, ein kleiner Tipp, vielleicht kann dann Ihre Freundin mit ihrem Mann mitfahren eventuell. Ist das machbar? Weil Sie müssen uns jetzt einmal begleiten, leider Gottes. Okay, ganz kurz, wer sind Sie denn? Ich bin die Freundin von der Verena. Und warum sind Sie jetzt hier? Weil ich Sie abholen wollte zur Arbeit. Also Sie hätten heute gearbeitet? Genau, ja. Okay, aber Sie verstehen es, dass wir Sie jetzt hier erstmal nicht weglassen können. Es ist für Sie verständlich, ja, ne? Während sich die Freundin um die Frau kümmert, nehmen die Beamten den Tatort in Augenschein. Da Opfer und Ehefrau keine Erinnerung an den Vorfall haben, müssen sie aus den Spuren lesen, was passiert ist. Mhm. Weil guck mal, unten ist Blut. Ist nicht wirklich Blut. Da ist drauf alles. Und oben alles, ist Blut. Alles voll. Das heißt, sie hat sich blutverschmiert ins Bett gelegt, hier auch an der Hand zu sehen, legt sich rein, nimmt die Decke, deswegen ist unten nichts, aber oben Blut. Dann wacht sie auf. Was ist los? Wischt sich ins Gesicht und merkt, dass sie Blut hat. Ja. So war es ja auch im, also im Video hat sie sich ja auch danach ins Bett gelegt und weiß davon gar nichts mehr. Und hat ihm mit der Kanne dann eins rübergebraten. Also Spusi bräuchten wir definitiv. Spusi tue ich mal gleich mal. Meine Frage ist, irgendwie glaube ich ihr aber. Ne? Also ich glaube ihr schon, dass sie schlafen. Aber auf dem Video sah das so aus, wäre sie ja eigentlich unzurechnungsfähig. Ne? Also ja, die Frage ist,
Vielleicht behauptet sie das nur und hat das auch getürkt und vorgetäuscht, dieses eine Video, dass sie vielleicht genau sowas machen kann. Was mich noch interessieren würde, ist, ob die beiden Beziehungsprobleme haben, ob es bei denen läuft oder ob es bei denen nicht läuft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das einfach nur jetzt so spielt. Der verletzte Ehemann wird zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Seine Frau macht sich die größten Vorwürfe. Sie glaubt, dass ein Streit der Auslöser für die Tat im Schlaf gewesen sein könnte. Wir haben uns gestern Abend halt gestritten. Okay. Deswegen bin ich halt auch früher ans Bett gegangen. Und er ist halt zum Dienst, er ist Krankenpfleger. Gestern Abend nur oder wie läuft die Beziehung allgemein? So wie jede Beziehung, mal schlechter. Und momentan? Ja, nicht ganz so gut. Okay. Wäre es denn eine Möglichkeit, dass sie dann eventuell, weil sie sauer waren, dann vielleicht doch ihr etwas getan haben? Ich weiß es okay. nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Wirklich, ich kann mich an nichts erinnern. Aber sie ist doch offensichtlich. Und ich bin schuld. Aber ich wollte das. Tut mir leid, wenn ich nochmal so nachhake. Warum gibt es denn Beziehungsprobleme? Ich muss das jetzt ja fragen. Hat er eine andere Frau, Eifersucht, Geldprobleme? Nein, ach, das sind einfach nur Kleinigkeiten. Okay. Ich habe jetzt vergessen, halt eine Rechnung zu bezahlen. Und da ist er natürlich super wütend gewesen. Das kann ich auch nachvollziehen. Okay. Dann würde ich Sie einmal bitten, dass Sie sich umziehen, dass wir dann gemeinsam zur Wache gehen können. Als mutmaßliche Täterin muss die Ehefrau mit zur Wache. Sie ist nach wie vor von ihrer Schuld überzeugt und am Boden zerstört. Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer und Kriminalkommissar Tom Jankowski übernehmen den Fall. Unerwartet kommt auch der Ehemann zur Wache, in Begleitung. Herr Boske, guten Tag. Jankowski von der Kripo. Ja, ich komme direkt vom Krankenhaus aus hier hin. Ja, da gehören Sie doch auch hin. Was machen Sie denn hier? Ja, wie gesagt, ich habe mich selbst entlassen, also gegen ärztlichen Rat. Die Frau Thieme, die hat mich netterweise hier hingefahren. Schäfer. Es ging mir noch so schlecht, ich konnte selber nicht fahren. Und ich würde also unbedingt eine Aussage machen. Meine Frau, die Verena Boss, die müsste auch schon hier sein. Ja. Zum Vorfall, vielleicht haben Sie das wissen Sie ja wahrscheinlich schon. Der Kollege hat und sich da würde ich gerne mal was zu sagen. Ja, ja gut, wenn also, er schon mal hier ist. Können Sie vorne Platz nehmen? Ja, okay, Simon, wenn was ist, ne? Ich bin hier. Karin, danke nochmal. Ja. Komm, Boss, gib uns mal mit. Ja. Nehmen wir zu uns, ne? Jo, alles ja. Herr Boske, was für eine dringende Aussage wollen Sie uns denn machen? Ja, es ist halt so, ich bin Krankenpfleger, im Moment in der Nachtschicht. Und ich kam heute Morgen um 6 Uhr früh nach Hause. Und ich wollte meine Frau Verena nicht wecken. Und bin extra leise ins Haus gegangen und habe auch das Licht ausgelassen. Und als ich die Post auf den Schreibtisch gelegt hatte, stand auf einmal Verena in der Tür, mit dem Rücken zu mir gedreht. Und dann habe ich sie angesprochen, sie hat gar nicht auf mich reagiert. Da habe ich gedacht, sie wäre noch sauer auf mich, weil wir hatten gestern einen ziemlich dicken Streit. Sie hatte vergessen, die längst fällige Stromrechnung zu bezahlen. Und als sie noch zweimal angesprochen habe, hat sie auch nicht reagiert. Und da ist mir klar geworden, dass sie noch am Schlafen ist. Also ich kenne das schon, es war auch kein Problem. Sie schlafwandelt ab und zu mal, ja? Ja. Und dann haben wir das immer so gehandhabt, also dass ich spreche sie dann an und fordere sie dann auf, dass sie ins Bett geht. Das hat auch sonst immer wunderbar geklappt. Ja. Nur diesmal hat es nicht funktioniert. Dann bin ich auf sie zugegangen und habe sie ganz leicht an der Schulter berührt. Und mit einem Mal drehte sie sich blitzschnell um und haut mir eine Thermoskanne ins Gesicht. Und dann war sofort alles schwarz und seit dem Zeitpunkt an erinnere ich mich an nichts. Weil Sie ja sagten, die hat sich so blitzschnell umgedreht, dass das auch... Kommt sowas beim Schlafwandeln vor? Mir fehlt da ein bisschen Erfahrung. Das ist ja auch, was mich gewundert hat. Ne? Ja. Sie ist überhaupt keine aggressive Person. Oder das, ich kann mir das auch nicht erklären, also, dass sie überhaupt dazu fähig war, mir also, dieses Ding da ins Gesicht zu hauen. Also das hat mich schon richtig getroffen. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin also schon ziemlich am Boden zerstört. Das nimmt mich schon richtig mit. Ne? Für die Ermittler scheint der Tathergang damit geklärt. Die Frau hat laut Aussage ihren eigenen Mann niedergeschlagen. Doch trifft sie wirklich Schuld, wenn sie schlafwandelt? Ihr Ehemann zeigt kein Verständnis. Es tut mir alles so leid. Wie geht's dir? Verena, ich bin mir eingefallen. Ne? Ganzen Sache. Ich wusste doch nicht, was ich gemacht habe. In Ruhe. Ich brauche jetzt wirklich mal was Zeit für mich. Ja? Karin, würdest du mich bitte mitnehmen? Ja, mach ich sofort. Du kannst schon mal fahren. Super, danke. Okay.
Verena, mach dir keine Sorgen, das wird schon wieder. Ich kümmere mich um ihn. Ja, bitte. Okay, dann bis gleich. Bis später, ne? Der Ehemann und die Freundin der Frau gehen. Die Vernehmung ist so, oder? Ja. Also. Das sah mir jetzt aber nicht aus wie ein Streit in einer nicht bezahlten Stromrechnung, oder? Habe ich dann. Entschuldigung, aber übersensibel. Nee, das war kein Streit wegen der Stromrechnung. Also, das sah eher aus nach dem Motto: Und jetzt bin ich mit der Trennung näher, als du glaubst. Ja. Mittlerweile ist die Tatwaffe untersucht und auch das Blut der vermeintlichen Täterin. Auf der Wache hatte sie eine Blutprobe abgegeben. Tatwaffe nehme ich mir nachher vor, die muss ich noch ein bisschen mehr bearbeiten. Aber zum einen, ich habe hier einen ganz spannenden Bericht gekriegt. Das Blutbild sagt, dass die Frau Boske Schlafmittelintus hatte. Schlafmittel? Schlafmittel, und zwar ordentlich. Okay. Wenn ich mir das jetzt anschaue mit der Tatzeit, dann passt das nicht. Also unter normalen Umständen wäre die zwei Stunden, bevor die, also das wurde ja 2,5 Stunden ungefähr nach der Tat die Blutprobe genommen. Bei dem Wert vor 2,5 Stunden davor, da war die völlig groggy. Also wer da aufsteht, der... Ja gut, jetzt klär mich mal auf. Mir fehlt so ein bisschen die Fachkette mit dieser Schlafwandlerei. Sie ist ja wohl Schlafwandlerin. Das hat darauf passt schon Einfluss? Gar nicht. Das passt schon gar nicht. Ja, weil dieses Schlafmittel die REM-Schlafphase komplett weghaut. Also da, okay. Das kannst du eigentlich nicht schlafwandeln. Also sie und hätte eigentlich im Bett liegen müssen. Eigentlich ja. Ich meine, Leute reagieren unterschiedlich. Ich kann es dir nicht auf Stein und Bein schwören, aber das passt überhaupt nicht. Ja, okay. Also die wird zum Tatzeitpunkt 6 Uhr, als der Mann nach Hause gekommen ist, wird die nicht aufgestanden. Nach menschlichem Ermessen nicht. Gut, dann okay. Haben wir ja schon mal. So, was anderes. Die Kollegen haben hier eine Perücke gefunden. In der Mülltonne vom Haus. Perücke? Ich hab gar nicht erzählt. Was hat das damit zu tun? Ja. Es ist einfach ungewöhnlich, deswegen haben sie sie eingesammelt. Und wir haben uns die mal vorgenommen. Und wir haben ein Haar gesichert. Das ist auch schon in der DNA-Untersuchung. Deswegen kann ich das hier, aber guck's mal, ne? Das ist also... Das sieht ja ein bisschen aus wie die Frisur von der Frau Bosco, oder? Ja, die braucht doch keine Perücke, die hat sie ja selber auf. Oh, ja. Ich fang grad's an. Und noch was? Hier ist irgendeine Art von Hebelspur an der Tür. Die Hebelspuren an der Wohnungstür sind frisch. Das Schlafmittel im Blut der Ehefrau ist zweifelsfrei nachgewiesen. Sie kann ihren Mann nicht angegriffen haben. Jemand hat der Ehefrau anscheinend die Tabletten heimlich verabreicht. Haben Sie irgendwelche Medikamente? Ja, für meine Schilddrüse. Für Ihre Schilddrüse? Ja. Was nehmen Sie da für Medikamente? Spritzen, Tabletten, nein, Saft? Tabletten, mit der Arzt verschrieben. Tabletten? Ja, ich muss die morgens, mittags und abends nehmen. Schlaftabletten, nehmen Sie sowas? Nein. Kann ich die mal sehen, die Tabletten? Das sind das zwei verschiedene Tabletten? Nein. Ja, die sind doch unterschiedlicher Größe, oder? Die einen kann man teilen. Teilen Sie die oder nehmen Sie die ganze? Nein, ich muss eine ganze nehmen. Warum? Die ist teilbar. Die ist eines teilbar. Die mit der Rille, das sind definitiv nicht meine Tabletten. Das sind nicht die Tabletten für Ihre Schilddrüse. Tom Jankowski gibt die beiden Tabletten zur Untersuchung ins Labor. Da der Kollege der KTU weiß, wonach er suchen muss, wird er schnell fündig. Die Pillen habe ich mir vorgenommen und es stimmt. Die mit Rille sind das Schlafmittel. Ach nee. Die anderen sind ganz normale Schilddrüsentabletten. Was ein Ding. Und dann habe ich mir auch die Pillendose vorgenommen. Ja, Fingerabdrücke gesichert, kannst du ja alles eingepackt. Fingerabdrücke drauf gesichert. Fingerabdrücke? Fingerabdrücke, die von Frau, wie heißt die Geschädigte nochmal? Bosco. Okay, die hab ich aussortiert und da war aber noch einer. Aha, noch einer? Ein Treffer und den gleichen Treffer habt ihr auf der Dose. Also ein Thermosflasche. Fingerabdruck, der nicht von Frau Boske ist, auf Pillendose und Thermosflasche. Das kommt sogar noch besser, er ist im System. Ja, nee, mal auf. Komm. Ja. Das ist doch die Zappeln. Gibt's doch gar nicht. Ah, die hab ich schon mal gesehen. Die habe ich gesehen heute. Das ist doch hier die, mit der Herr Boske mitgefahren ist, die Thieme. Beste Freundin der Frau. Gegen Hausfriedensbuch und nachstellen im System. Hey. Nachstellen? Das ist ein Ding. Wir haben Einbruchspuren an der Tür. Ja? Nun lass doch die Thieme sich des Morgens Zugang zur Wohnung verschafft haben, hat die Tür aufgehebelt. Ja?
Sie hat die Schlaftablette genommen, die kann sie ja vorher auf der Arbeit irgendwie ausgetauscht haben oder so. Also Frau Boske schläft, die ist weg. Sie kommt drin, setzt sich eine Perücke auf, haut ihm eine über die Rübe, macht sich davon. Frau Boske findet ihren Mann morgens, ach je, ja, macht sich selbst Vorwürfe und er sagt, ey, jetzt hat die mir eine über die Rübe gezogen, jetzt ist Feierabend. Und sie kann sich reinschmeißen an ihn. Wäre eine Story? Die Ermittler halten diesen Ablauf aufgrund der Indizien für den wahren Tathergang. Sie erklären der Frau, dass sie voraussichtlich unschuldig ist und dass ihre beste Freundin sie heimtückisch hintergangen hat. Die Frau scheint eine Stalkerin zu sein. Und wenn es so ist, geht alles von ihr aus. Und ich denke, sie hat so ein bisschen die Hoffnung, dadurch, dass ihr Mann jetzt glaubt, sie hätten ihn niedergeschlagen, gestern der Streit mit der Stromrechnung, dass sie jetzt einhaken kann, um sie auseinanderzutreiben. Also war ich das Ganze nicht gewesen? Das scheint so zu sein, weil die Tabletten, die sie intus hatten, die hätten sie noch nicht mal auf allen Vieren laufen lassen. Also sie wären gar nicht in der Lage gewesen, morgens ihrem Mann mit der Teekanne einen über den Kopf zu hauen. Sie konnten nicht schlafen, definitiv nicht. Was das ganz Gefährliche ist, die hat die Tabletten gemischt. Wenn sie angenommen, sie hätten die auch noch am Tag irgendwie die falschen genommen, dann wäre sie auch beim Autofahren oder sonstiges irgendwo eingeschlafen. Das hätte lebensgefährlich ausgehen können. Gut. Okay, lass uns mal raus, ja. Sie fahren wegen der Schutzpolizei damit? Die Ehefrau ist erleichtert, aber macht sich auch Sorgen um ihren Mann. Die Polizei fährt zum Haus des Ehepaares. Die Freundin wollte den Mann nach Hause bringen, noch wiegt sie sich in Sicherheit und versucht vermutlich, den Mann für sich einzunehmen. Das ist auf jeden Fall ihr Auto. Also sie muss da sein. Das ist hier das Haus hier. Ja. Dann müssen wir davon ausgehen, dass der Mann auch da ist, oder? Ja. Ja. Hier geht die Bach runter. Meine Frau schlägt mir die Rübe ein, ja? Simon, ich hab mich doch total in dich verliebt. Ach komm, hör auf, aber ich liebe dich nicht. Ich liebe meine Frau und nicht dich. Du baggerst mich hier an. Ich verstehe das. Was soll das denn jetzt? Ich wollte hier meine Ruhe haben. Verdammt noch mal. Hör auf. Soll ich eingreifen? Hallo? Hallo? Paul, Herr Boske? Herr Boske? Hallo? Was denn? Oh, Auto, 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 Auto! Mach mal eine Farbe auf die Matte. Mach mal eine Farbe raus. Ja, Egon, für Egon 2x12. Hier einmal einen grünen Polo, Duisburger Kennzeichen, Gustav Anton 359 hinterher. Oh, Scheiße, was ist mit dem? Kann ich, die fährt nicht, die fährt nicht. Achtung, Achtung! Oh, oh Scheiße. Oh. Raus, alles gut. Ganz ruhig. Die Beamten haben keinen Zweifel mehr, dass die beste Freundin die Tat begangen hat. Die Flucht war aussagekräftig genug. Jetzt erklären Sie mal, was haben Sie gemacht genau? Ja, gar nichts habe ich gemacht. Wie war das mit dem Schlafmittel? Was soll mit sein mit dem Schlafmittel? Was war mit der Perücke und der Thermodose? Ja, und das habe ich auch gemacht. Und? Weil diese blöde Schlampe, wenn die nicht wäre, hätte ich ihn doch bekommen. Ja, gut, das würde mal als Geständnis werten. Was? Du mich bekommen? Herr Boske, Herr Boske. Simon, ich bin doch total verliebt in dich. Was ist denn los? Du bist doch total krank. Trotz aller Probleme liebe ich meine Frau. Meinst du, ich will mit dir irgendwas zu tun haben? Gib doch zu, Simon. Bin verheiratet, verdammt nochmal. Das ist doch Quatsch. Hör auf, so ein Blödsinn zu reden. So, gut. Sie liebt hier gerade keiner? Jungs, nehmt ihr sie mit? Alles klar. Den Eheleuten wird bewusst, was sie einander bedeuten. Die beste Freundin wird unter anderem wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und falscher Verdächtigung vor Gericht gestellt.